Hallo und willkommen bei einer weiteren neuen Folge von Resident Evil Zero. Wir kennen den Ort, wir waren hier schon mal. Das wird... Ich weiß nicht, ob das gut gehen wird. Ich habe den Säuregranatenwerfer auf jeden Fall ausgepackt. Vielleicht, wenn wir schnell genug sind, können wir was machen. Wenn nicht, haben wir echtes Pech und sind tot. Weil ein Schlag, ein Sprung reicht schon. Wir wissen, was jetzt passiert. Und leider sind es eben zwei Viecher, nicht eins. Nein, ey. Ich sehe das doch nicht. Und wir sind tot. Okay. 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 Ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich wollte euch nochmal das zeigen, wie es aussieht, wenn man stirbt. Jetzt muss ich natürlich ein bisschen weiter laufen und so fort und so weiter und so fort. Ja, bis gleich. So, sind wir wieder zurück. Ich versuch's jetzt mal mit Rebecca. Vielleicht hat die mehr Glück als Billy. Das ist, ich weiß nicht, mein wievielter Versuch. Ich habe die anderen mal rausgeschnitten, weil es passiert im Grunde nichts anderes, dass ich anfange, die kommen runter. Ich werde von einem getroffen und bin sofort tot. Vielleicht schaff's Rebecca ein bisschen mehr, hält sie aus. Ich glaube zwar nicht dran, aber... Wow. Sie hat gerade aber auf jeden Fall mehr Glück. Oh Gott. Das ist krass gewesen. Die gute Rebecca. Anlagenschlüssel. Das ist der blaue Schlüssel. Sehr gut. Den brauchen wir. Jetzt nichts wie weg von hier. Come on! Okay. Ich hoffe echt, dass wir jetzt nicht wieder in irgendwas reinrennen. Wir können hier nochmal den untersuchen. Ich muss jetzt noch ein paar Sachen nachstellen. Also was heißt nachstellen? Wassersymbol. Ich weiß, wo die Tür ist. Das ist auch gut. Wir sollten auf jeden Fall aber hier nichts zurücklassen. Das heißt, wir werden jetzt nach oben gehen. Da sind noch ein paar Zombies. Ich hoffe nur, dass jetzt nicht hier auf einmal überall Hunter rauskommen. Das wäre echt scheiße. Wir müssen das Rätsel nochmal kurz machen. Aber das war ja relativ simpel, es dauert halt nur Zeit. Ich hoffe, ihr habt die Zeit. Ihr bringt sie mit. Ich bringe sie auch mit. Und ich hoffe, wir kommen nicht wieder zu dieser Passage. Außerdem müssen wir ja noch kurz diese wahnsinnig wichtigen Sachen lesen. Kurz ein bisschen managen hier. Hier, halt das. Oh Gott, ey, wir haben zu viel Zeug. Wir haben hier einfach zu viel Zeug. So, weil wir müssen ja noch die Tafel mitnehmen. Ja, ich glaube, ich stack gerade gleich die Pistolenmunition einfach miteinander. Dann geht das auf jeden Fall, dass wir das alles mitnehmen können. Nimm einfach alles. Wir können das ja dann bei Bedarf wieder anders regeln. Deswegen, das passt schon, das passt schon. So. Jetzt machen wir hier mal ein bisschen Licht. Nein. Jill Sandwich hat es geschafft, quasi. Hat uns gerettet. Aber die hat aber auch Glück. Ich habe es davor, wie gesagt, versucht und versucht. Ich hatte einfach nur das Pech, dass ich dann den zweiten Hunter, also den ersten habe ich eigentlich fast immer erwischt, bis auf das eine Mal, wo er mich direkt am Anfang erwischt hat und ich nicht so schnell schießen konnte. Das Problem hatten wir schon mit den Affen. Und auf jeden Fall hatte ich den ersten Mal erwischt und den zweiten hatte ich dann einfach nicht sehen können. Und der kann mich halt sehen. Das ist so das ganz Schlimme hier in dem Spiel. Der Feind kann dich sehen, du ihn aber nicht. Obwohl es theoretisch ein bisschen hirnrissig ist, weil der Charakter könnte ihn ja über einen Tisch hinweg sehen. Aber das ist halt hier nicht so einprogrammiert. Stehe ich nicht richtig? Ne, bin zu weit gegangen. Ich bin zu weit gegangen. Wie brauche ich nicht? Habe ich das schon entzündet oder was? Na, jetzt stehe ich davor. Okay. Blödes Tierrätsel. Und zu guter Letzt natürlich der Adler. Wer hat eigentlich die gute Waffe? Sie hat sie, ne?
fuck, da sind ja noch die Flaschen. Blöd. Ja. Ja. Complicated. Jetzt bereue ich es gerade, dass ich die Typen da oben nicht erschossen habe. Die Zombies. Darum musste sich ja dann doch wieder kümmern. Ach, ärgerlich. Wie meine das jetzt am besten? So. Und da ich ja auch alles mitnehmen will, gehe ich erstmal hier rein. Hier, wo nichts ist. Bis auf dieser Zettel. Oh Gott, hoffentlich reicht das. Voll die Munitionsverschwendung. Das Tagebuch kennen wir. Wir lesen es im Schnelldurchlauf. Sonst war hier nichts, ne? Nichts Interessantes, gar nichts. Ich verstehe gar nicht, warum. Vor allem, weil das hier so verdächtig ist, ne? Na, können wir den Ofen uns angucken, anzünden? Nein, können wir nicht. Und sonst war ja hier nichts. Da sind noch ein paar Blaupausen, aber das bringt nichts. Okay, wir haben ein bisschen Munition verballert. Wir brauchen auf jeden Fall noch ein bisschen Muni. Ness. Und wirklich hier irgendwas zurücklassen möchte ich nicht. Speichern hier möchte ich auch noch nicht. Ja, wir werden sehen. Wir werden sehen, wir werden sehen. Who works here? Works. Walks. Ja, das hatten wir auch schon alles. Vor allem, das Doofe ist, den Schlüssel brauchen wir einmal. Ein einziges Mal. Ja, wir brauchen sie halt. Ein Kamin. Er ist wohl nur zur Zierde da. Die Flasche würde ich gerne mitnehmen. Auf jeden Fall. Ich weiß bloß gerade nicht wie. Den Schuss Magnum-Munition da lassen? Gut, machen wir das. Achso, stimmt. Ich habe die Räumlichkeit ja gewechselt. So, Billy, du läufst hier mal tollkühn hoch. Jetzt hätte ich das gewusst, hätte ich das Farbband oben gelassen. Aber das weiß er halt nicht. Aber war ja auch irgendwo klar. Irgendwo halt. So, wir lassen... was lassen wir denn hier liegen? Ja, leg mal das hier ab. Ja, das ist jetzt, der Umweg wird jetzt nur gelaufen, damit ich später dann nicht, wenn ich das brauche, und ich werde das auf jeden Fall brauchen, den Granatenwerfer, nicht nochmal so einen wahnsinnig langen Weg dafür habe, um das zu holen. Ehrlich gesagt weiß ich auch nicht, ob die Affen jetzt viel aushalten oder nicht. Weiß ich genauso wenig. Das kam mir so vor. Und die Zombies, die da jetzt kommen, darum muss sich Rebecca dann wahrscheinlich doch kümmern. Aber eben mit der Pumpgun. Bin ein bisschen enttäuscht davon, dass das die Pistole nicht so einen kritischen Schaden macht, wie ich gedacht habe. Also, na verdammt, jetzt habe ich Rebecca vergessen mitzunehmen. Bäh.
Sorry. Das ist dann manchmal ein bisschen complicated. Wäre natürlich gut gewesen, wenn wir sie hier einfach sagen hätten können. Ja, folg ihm mal. Wir haben jetzt hier nichts vergessen, hoffentlich, oder? Ich gucke nochmal auf die Karte, sicherheitshalber. Sorry, wenn das nervt. Mich nervt's auch. Hier ist kein Objekt. Und hier auch nicht. Das ist gut. Sehr gut sogar. Und sie hat die zwei wichtigen Gegenstände. Na, dann gehen wir mal wieder hoch. Kämpfen uns durch die paar Zombies durch. Die hoffentlich noch sind. So, da ist das. Hier in der Ecke ist das. Komm mal her. Dann machen wir mal kurz hier ein bisschen wechseln. Austauschen. Mit dem hier. Hals einfach nur. Ausrüsten. Das sollte gut sein. Ich denke mal, wir kriegen das hin. I'll go. Okay. Was? Okay, sie hat das. Das ist gut. Hoffentlich funktioniert das. Was der hier so macht, weiß ich nicht. Ich warte jetzt aber auf jeden Fall, dass die zwei zu mir kommen. Warum so kopflos, mein Freund? Warum so kopflos? Schade, dass man ihnen echt nicht so die Munition... Man sieht ja, die haben ja Pistolen. Wenigstens so ein Schuss oder sowas, aber leider geht das nicht. So. Mein Freund, du hast lang genug dort gewartet, du darfst jetzt mitkommen. Und ich muss jetzt echt überlegen, wie ich das am besten mache. Wir haben jetzt zwei Sachen, um weiterzukommen. This way. Okay. Drei Zombies weniger. Die dürften hoffentlich auch nicht mehr aufstehen. Mir wurde gesagt, ich glaube, das stimmt auch. Aber ich bin eben nicht ganz sicher. Dass es so ist, wenn die... Oh, ich kann... Achso. Hä? Was? Achso. Ja. Sorry. Dass, wenn du den Zombies nicht in den Kopf schießt, dass die dann immer wieder aufstehen. Ich glaube, das kann sogar so unterschrieben werden. So mitnehmen. Ja, machen wir auf jeden Fall. Wie gesagt, wir brauchen Waffen. Toll, wir haben immer noch Benzin. Da. Ablegen. Ja. Ich wüsste jetzt gerade gerne, ob wir... Nicht ablegen, austauschen. Ob wir noch... Ja, komm, nimm alles. So. Ob wir mehrere Benzinkanister mischen können? Wäre praktisch, wenn. Dann sind hier nicht drei, sondern weniger. Ich guck mal kurz. Ob das geht. Wäre komisch, wenn nicht. Ja, komm, hier. Wir können die alle mitnehmen. Dann liegt hier nicht mal so viel Müll rum. 12. Super. Sehr, sehr schön. Aber die legen wir trotzdem jetzt erstmal ab. So. Wie gesagt, wir haben jetzt zwei Sachen. Was habe ich denn jetzt hier hingelegt? Weiß ich gerade gar nicht mehr. Achso, den Schuss Magnum-Munition. So, jetzt gucken wir uns die Karte an. Hier können wir speichern. Wir wissen, wir müssen zu dem Wasserraum, sage ich schon. Zu dem, ja doch, ist ja richtig, Wasserraum. Der Wasserraum, der befindet sich dort. Da kommen wir eigentlich auch relativ einfach hin. Ob ich davor speichern sollte? Wahrscheinlich schon, das sieht nämlich da ziemlich verworren aus.
Aber was wir machen können, ist den einfach mal benutzen. Den Schlüssel. Das schon mal aufmachen. Deswegen bleibst du bitte hier. Rebecca, ich habe den Schlüssel. Ich mach mal kurz auf. Was ich aber... Nein, verdammt. Was ich noch gerne hätte, ist die bessere Pistole austauschen. Mist. Mist. So. Damit das nicht immer alles Ewigkeiten dauert. Und wir nicht ständig hin und her rennen müssen, weil das nervt schon ziemlich bei dem Spiel. Dieses Hin- und Herlaufen. Wenn du einmal stirbst, dann ist halt alles Fujikato. Und dann rennst du halt immer wieder von vorne neu an. Ja, wir wissen, dass da die Insekten sind, die bewachen das Observatorium. Da müssen wir auch hin, dafür haben wir diese Steinplatte. Allerdings gucke ich erstmal hier lang jetzt hier ran. Oh, wir haben die Waffe gar nicht ausgerüstet. Super. Was ist denn das? Draußen. Sie haben den Wasserschlüssel verwendet. Diesen Schlüssel brauchen Sie nicht mehr. Wegwerfen? Ja. Okay. Wir haben diese Tür entsperrt. Damit bleibt Billy erstmal hier davor stehen. Und wir wechseln zu Rebecca. Speichern das Spiel. Und schauen, was wir dann als nächstes machen können. Bevor ich das Spiel speichere, werde ich jetzt gleich nochmal hier hinterher rennen. Da nach hinten rennen und... kombinieren, zack. Komm, ich leg einfach das Gewehr ab. Nee, ich leg die Pistole ab. Nein, ich leg die Munition ab. So. Hol kurz den Granatenwerfer und dann speichere ich. Aber das seht ihr da nicht, denn in der nächsten Folge werden wir dann hier rumstehen und uns freuen darüber, dass wir alles hier versammelt haben. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich hoffe, das war nicht zu nervtötend. Ich weiß, wir haben nicht so viel erreicht, aber immerhin kommen wir langsam weiter. Bis da, danke fürs Einschalten. Ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Und ja, cheerio. Euer Jemmo, hier beim Moogmaltsmo. So, bye.